so, das ist gestern ein bisschen später geworden. Alter Schwede. Ich weiß nicht mal, wie spät wir jetzt haben. Keine Ahnung, 9:30 oder so. Und ich blende euch mal jetzt die Fahrradtour von gestern ein. So, jetzt sind wir hier an dem kleinen Hafen. Und da hinten ist der Leuchtturm. Hinter diesem braunen Haus da. Da steht auch ein Wohnmobil, gell? Zumindest sieht es so aus. Da können wir ja mal vorfahren. Sind wir ein Stückchen weiter gefahren von der ersten Meerbegegnung, Strandbegegnung, und jetzt sind wir an einem Bootfriedhof. Richtig cool, hier gibt es Dünen. Sogar ganz schön groß. Hier einsam, aber es ist auch ein ganz schönes Stück zu fahren mit dem Radl. Ich tippe mal so auf 5 Kilometer im Sand. Hat schon was. Wo ist heute eigentlich unser Ziel, Königin? Das weiß ich noch nicht. Sieht man. Ich brauche erst einen Kaffee, was zu essen, und dann kann ich gucken. Aber der Kaffee ist doch schon in der Mache. Ja, und danach entscheide ich das. Okay. Ich habe, glaube ich, 5 oder 6 Punkte. Muss mal gucken, wie weit wir fahren wollen. Wer fährt? Ja, immer der, der fragt. Okay. Also wir frühstücken jetzt schnell. Oder was heißt schnell? Wir frühstücken. Und dann wären wir bei den Weinsberg Pepper hinter uns. Mal gucken. Die haben den irgendwie die Abwasserhähne getauscht. Und jetzt ist es so, man sieht es nicht, wo es herkommt, aber egal, wo er Wasser reinschüttet, das läuft halt raus. Um den Tank drumherum. Und da müssen wir mal gucken, da haben die bestimmt irgendwo vergessen, eine Schlauchstelle oder dran zu stecken oder festzuziehen oder keine Ahnung. Das schauen wir uns dann mal an. Also wir konnten das Problem vom Weinsberg Pepper beheben. Der Thomas hat die Verkleidung abgebaut vom Frischwassertank. Und dann haben wir das Malheur schon gesehen. Es war tatsächlich, ja, als die dem die Kugel dran neu gebaut haben in der Werkstatt, haben die wohl vergessen, den Anschlussschlauch für den Abwassertank wieder dran zu stecken. Und das lief ganz einfach alles durch die Verkleidung am Tank vorbei. Also das Wasser ist gar nicht quasi in den Tank gekommen, sondern ist durch die Verkleidung gelaufen, ist dann überall rausgelaufen. Kann man so machen, muss man aber nicht. Also hat ein halbes Stündchen gedauert und dann war das Problem geklärt. Ist also wieder im Gang. Thomas, Simone, viel Spaß. Jetzt sollte das für den Urlaub erstmal halten. So, da geht's heute hin. So, los geht die wilde Reise. Ja, also Richtung Süden weiter. Ja. So, wir sind jetzt tanken. Ich kann es leider nicht filmen, weil wir werden betankt. Der Diesel kostet 1,19 Euro tatsächlich. Geil. Wir trinken jetzt an der Tankstelle gerade noch einen kleinen Espresso. Jetzt habe ich was entdeckt, Leute, guckt euch das mal an. 1 Liter Motoröl, voll synthetisch, 5W30 mit VW-Zertifizierung,
Und da kostet hier tatsächlich 8,50 Euro und nicht 27 Euro irgendwas in Deutschland. Also, das regt mich so auf. Wahnsinn. Boah, das ist dieses Jahr unser erster Tankstellen-Espresso. Das ist ganz Besonderes. Voll lecker. So, meine Männergrippe ist jetzt vorbei. Na, fast. Und jetzt sind wir 5 Tage unterwegs. Und jetzt komme ich erst so richtig im Urlaub an. Ehrlich? Ja. Nee, jetzt fange ich an, gute Laune zu kriegen. Oh, hattest du schon gute Laune? Naja, es hat manchmal schon genervt. Ja. Okay. Aber Urlaub! Orangen soweit und Oliven, das Auge reicht. Urlaub kann so schön sein, wenn man nichts tun muss. Ich liebe diese kleinen, relativ leeren Ortschaften. Ich verstehe nur nicht, warum ich immer durch diese engen Straßen fahre. Das verstehe ich auch nicht, warum du das immer machst. Ich finde es toll. Wir haben jetzt mal an einer Tankstelle angehalten. Haben mal das Auto in so eine Waschbox reingefahren, weil Beate ihr Fahrrad gestern so eingesaut hat. Mit Meersalz und Sand. Und die ganze Kette und alles ist voll Salz und Sand. Das sieht katastrophal aus. Das wird hart wie Beton sonst. Und das müssen wir jetzt mal schnell abspülen. Da hat einer sein Fahrrad so dreckig gemacht gestern. Oha. Nochmal eine kleine Waschsession. Fast vergessen. Und jetzt noch? Kleine Mittagsstärkung. Was gibt's? Tortilla de patata. Lecker. Na, dann hauen wir rein, ne? Ich habe mir mal eine kleine Mahlzeit bestellt. Ist aber auch nicht viel. Wir probieren jetzt mal eine neue Schnitttechnik aus. Wir YouTuber. Ach so. Genau. Jetzt. Ja. Also pass auf, bist du bereit? Ja, nochmal. Und bis nachher. Das immer wieder. Schön. Sieht toll aus, oder? Das machen wir jetzt immer so. So macht man das jetzt. Habe ich auf YouTube gesehen. Mhm. Weil du bist ja auch Hipster. Absolut. Oh, was für einer. Machst du jetzt immer. So, wir machen noch eine Raucherpause und dann versuchen wir mal heute noch ein Stück weiter voranzukommen. Also, jetzt hätte ich es fast vergessen zu erwähnen, wir hatten jetzt für diese Riesenportion Tortilla, also Kartoffeln und Ei, Oliven, Weißbrot, zwei eine Fanta und eine Cola und 2 Espresso. Gigantische 11,80 Euro. Das war echt super und das ist eine Raststätte. Und die kochen hier das Zeug tatsächlich alles noch selber. Also das ist nichts mit fertig aus der Tüte oder so. Da steht tatsächlich eine in der Küche, die macht das alles immer und schickt das dann nach vorne in die Auslage. Krass. Wo fahren wir jetzt hin? Nach Sirat. C-I-R-A-T. Sirat. Genau, ich versuche es ja auch nicht erst. Und dann geht's jetzt los. Wir sind jetzt hier in diesem Bergdorf gelandet, wo wir eigentlich hin wollten. Aber das Navi schickt uns da rechts hoch. Und dann gleich wieder rechts. Das wäre dann da so lang. Das ist, glaube ich, für unser Auto nicht so das Ideale. Wir planen jetzt mal um und gucken mal, wo wir noch so hinfahren können in der Nähe. So, wir sind jetzt in Geldo auf einem Stellplatz. Ich gehe mal kurz drüber.
Da ist die Fernentsorgung, die Einfahrt. Hier stehen sogar ein paar Womos. 1, 2, 3 Deutsche. Die findest du auch echt überall, die Deutschen. Und da gibt es sogar Orangen. Das sind keine Orangen. Aber sagt mir auch was. Google mal schnell. Da hat sich schon einer gemütlich gemacht. Hallo. Hallo. Soll ich dir was sagen? Ja. Dein Moped ist fertig. Nein. Geil. Echt jetzt? Ja, ich habe gerade Nachricht gekriegt. Cool. Wir können es jetzt abholen. Wir können es jetzt abholen. Könnte sich jemand mal auf den Weg machen, unser Moped abholen? Unsere Simson? Genau. Och Mann. Das ist ja toll. Und weißt du, was sie kostet? Nein. 180 Euro. Geil. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte mit viel mehr gerechnet. Ja, ist das toll. Da freue ich mich. Ja, das müssen wir nur noch nach Hause kriegen, ne? Machen wir nach dem Urlaub. Naja, das sind mal sehr gute Nachrichten. So, ich finde, darauf trinkt man eine Cola. So, machen wir's. So, und hier in Geldo gibt es wohl 45 Wattbilder, die man auch mit QR-Code die Geschichte. Heute gibt es noch mal aufgewärmtes Risotto. So lecker. Mmh, voll gut. Schön scharf. Mhm. Guten. Mhm. Abschlussvideo. Abschlussvideo. Essen ist fertig. Irgendeiner muss abwaschen gehen. Okay. Wir waren am Ebro-Delta, sind durch die Berge gefahren. Und zum eigentlichen Wunschstellplatz. Ja, westlich von Valencia. Da war aber nichts. Was war denn da eigentlich? Warum war da nichts? Da war so eng und die Straße war gesperrt, wo wir hätten reinfahren sollen und ganz eng und steil und da haben wir uns nicht getraut. Und sind wir weitergefahren. Das sagt man doch nicht. Also, okay, da haben wir uns getraut. Das ging halt nicht. Da Enni hat sich nicht getraut. Ja. Nein, ich bin gefahren. Ich habe mich nicht getraut. Es ging auch wirklich nicht. Und dann sind wir weiter durch die Berge Richtung Süden wieder, ein bisschen mehr zur Küste hin. Und sind jetzt in Geldo gelandet. Das ist so ein kleiner Künstlerort, wo viele Malereien an Häusern sind. Ist wirklich total nett, niedlich. Ich bin mit dem Fahrrad noch eine Runde durch die Kaki-Plantagen gefahren. Hier gibt es ganz viele Kaki-Bäume und Feigenbäume. Hier kann man richtig viel wandern und Radfahren. Das ist echt super. Ist ein bisschen östlich von Valencia. Genau. Westlich. Östlich von Valencia ist es mehr, aber ich... Ja? Das andere östlich halt. Ist wie rechts und links, das andere rechts. Mhm. Okay, also es ist westlich von Valencia. Geil. Ja, und jetzt haben wir, wie gesagt, schon gegessen und das war's dann für heute auch. Jetzt gibt's noch ein Weinchen. Aperolchen. Aperolchen. Und dann verabschieden wir uns. Bis morgen. Bis morgen.